Welpen gehören zu den niedlichsten Dingen, die es auf der Welt gibt. Ihre entzückenden kleinen Pfoten und Nasen, ihr niedliches Wackeln auf der Suche nach Milch ihrer Mutter und ihr süßes Gähnen, wenn sie müde sind, das alles sind Dinge, die diese Vorstellung noch verstärken. Für viele Hunde kann die Geburt jedoch, genau wie für Menschen, ein langer, mühsamer Prozess sein. Das musste auch diese Hündin feststellen, als sie ihre Welpen zur Welt brachte. Doch währenddessen bemerkte ein Tierarzt etwas Erstaunliches. Nancy Storms war eine junge Frau, die Tiere liebte. Aber ihr Lieblingstier war ihr Haushund, ein Dalmatiner namens Missy. Die junge Frau hatte Missy, seit sie ein Welpe war, und sie hatte sich von dem Moment an in sie verliebt, als sie den Hund zum ersten Mal sah. Missy war immer schon ein liebevoller und verspielter Hund gewesen, der seine Zeit am liebsten mit Nancy verbrachte. Eine der Lieblingsbeschäftigungen des Duos war es, im örtlichen Park spazieren zu gehen. Normalerweise verliefen ihre Spaziergänge ohne Unterbrechung, aber einmal alle 6 Monate musste Nancy auf der Hut vor streunenden Rüden sein, die sich im Park herumtrieben. Das lag daran, dass sie beschlossen hatte, Missy nicht kastrieren zu lassen, und so wurde sie alle 6 Monate läufig. Eines Tages gingen Nancy und Missy wieder durch den Park. Missy war gerade läufig geworden, also versuchte Nancy, sie von dem belebten Teil des Parks fernzuhalten. Die Frau und ihr Hund genossen die Ruhe, als Missy plötzlich anfing zu bellen. Es stellte sich heraus, dass der Hund direkt vor ihr ein Kaninchen gesehen hatte und es jagen wollte. Missy zog so stark an ihrer Leine und riss sich los. Die Hündin jagte dem Kaninchen hinterher. Nancy versuchte, sie zurückzurufen, aber der Hund hörte nicht. Stattdessen war die junge Frau gezwungen, ihrem Hund so schnell sie konnte hinterher zu jagen. Doch als sie das Tier einholte, war sie schockiert über das, was sie sah. Es stellte sich heraus, dass ein Rüde durch den Wald gestreift war, sein Besitzer ein Stück hinter ihm. Als er erkannte, dass sie läufig war, kam der Rüde schnell auf sie zu. Als Nancy ihr geliebtes Haustier wieder einholen konnte, war es bereits zu spät. Im Laufe der nächsten Wochen beobachtete Nancy, wie Missy langsam aber sicher ein kleines Bäuchlein bekam. Die junge Frau glaubte zu wissen, was passiert war, aber sie wollte sicher sein und brachte den Dalmatiner zum Tierarzt. Der bestätigte, dass Missy trächtig war. Zuerst wusste Nancy nicht, wie sie sich fühlen sollte. Sie hatte schon immer daran gedacht, mit Missy zu züchten, aber sie wollte es mit einem anderen Dalmatiner tun, einem zertifizierten Deckrüden. Als die junge Frau jedoch mehr über die süßen Welpen nachdachte, die bald zur Welt kommen würden, begann sie sich zu freuen. Die kleinen Hunde würden auf jeden Fall niedlich sein und sie konnte es kaum erwarten, ein Bündel Welpen zu haben. Die Tierärztin sagte, dass es so aussah, als ob Missy mindestens 10 Welpen in sich trüge, aber sie könnte nicht hundertprozentig sicher sein, da der Ultraschall einige übersehen haben könnte. Die junge Frau hatte noch nie erlebt, dass ein Hund gebären würde, und sie wusste nicht, was sie tun sollte, falls Missy Probleme bekäme. Die Tierärztin sagte ihr, dass sie gerne helfen würde, wenn es soweit sei. In den nächsten Wochen behielt Nancy ihre 4-beinige Freundin genau im Auge. Die Hündin wurde von Tag zu Tag dicker und Nancy war sich sicher, dass es nicht mehr lange dauern würde. Eines Tages saß Nancy in ihrem Wohnzimmer und sah fern, als sie bemerkte, dass Missy sich ziemlich seltsam verhielt. Die Hündin war zu ihrem kleinen Wurfnest gewatschelt und schien sehr aufgeregt zu sein, als ob sie Schmerzen hätte oder sich zumindest sehr unwohl fühlte. Nancy ging vorsichtig hinüber, um zu sehen, ob sie irgendwie helfen konnte. Der Hund lag in den Wehen. Sie schnappte sich schnell ihr Telefon und rief die Tierärztin an. Diese stand nach etwa 20 Minuten vor Nancys Haus und eilte zu der Stelle, an der Missy lag, und untersuchte den Hund. Sie schien in einem guten Zustand zu sein.
Die Tierärztin erklärte der jungen Frau, dass Missy vermutlich alles selbst erledigen würde, aber wenn es viele Welpen gäbe, bräuchte sie vielleicht ein bisschen Hilfe. Nach weiteren 10 Minuten sahen sie den Kopf eines der Welpen. Die beiden Frauen waren begeistert. Sie sahen zu, wie Missy erfolgreich gebar und begann, ihr Baby zu säubern. Die Tierärztin beschloss dann, der Hundemama zu helfen, indem sie ihr den ersten Welpen auf den Bauch legte, damit sie mit dem Säugen beginnen konnte und nichts im Weg war, wenn der nächste Welpe kam. Die beiden Frauen mussten nicht lange warten, denn sie konnten schon den Kopf des nächsten Babys sehen. Doch als die Tierärztin genauer hinsah, bemerkte sie etwas sehr Merkwürdiges. Es sah so aus, als würde Missy nicht nur einen Welpen, sondern gleich 2 auf einmal zur Welt bringen. Aber was die Tierärztin noch mehr erstaunte, war, dass die beiden Babys sich einen Fruchtsack teilten. Das bedeutete, dass es identische Welpen waren. Die Tierärztin hatte schon von seltenen Fällen gehört, in denen Zwillinge geboren wurden, aber sie hatte es selbst noch nie gesehen. Wissenschaftler glauben nämlich, dass Zwillinge bei Tieren seltener vorkommen als bei Menschen, weil die gemeinsame Nutzung der Plazenta dazu führen kann, dass jedes Tier weniger Nährstoffe erhält. Am Ende brachte Missy 11 gesunde und glückliche Welpen zur Welt. Die Tierärztin war froh, Zeugin einer so seltenen Geburt von Zwillingswelpen geworden zu sein. Als die Kleinen älter wurden, wusste Nancy, dass sie sie nicht alle behalten konnte. Also fand sie ein liebevolles Zuhause für die jungen Hunde und gab sie weg, sobald sie alt genug waren, um ihre Mutter zu verlassen. Allerdings behielt sie 2 der Welpen, die Zwillinge, die sie Whiskey und Fuge nannte. Sie war nicht in der Lage, die beiden Tiere zu trennen, da sie eineiige Zwillinge waren, und so beschloss sie, die Hunde für sich selbst zu behalten, um sicherzustellen, dass sie immer zusammenbleiben konnten. Trotz der Freude, die die Welpen Nancy bereiteten, beschloss die junge Frau, Missy kastrieren zu lassen, da sie weder dem Hund noch sich selbst die Mühe machen wollte, weitere Welpen zu bekommen. Zum Glück war die junge Frau aber überglücklich über den Zuwachs in ihrer kleinen Familie und hätte sich keine besseren Haustiere und Freunde wünschen können. Lass mich in den Kommentaren wissen, was du von dieser besonderen Geschichte hältst. Und wenn du noch mehr tolle Videos wie diese sehen möchtest, dann klicke einfach auf die Buttons Gefällt mir und Abonnieren. Dankeschön!